Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um ein Produkt von einer Firma gehen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe damals einen Verdampfer von denen dumm und dämlich gedampft. Also wirklich über Wochen, Monate, fast Jahre kann man schon sagen, habe ich deren Verdampfer gedampft und ich habe ihn geliebt. Und zwar ist es der Dotmod. Dotmod RTA, ich fand ihn super damals. Und mir fällt gerade auf, ich könnte nochmal auspacken und nochmal neu wickeln, glaube ich. Das wäre mal eine gute Idee. Ist zwar eine kleine Zicke, was das Wickeln anging. Wenn man so ein wenig Watte reingemacht hat, ist es mal ausgelaufen. Aber geschmacklich war er richtig, richtig gut. Das weiß ich noch. Das wäre mal eine gute Idee. Auf jeden Fall darum soll es nicht gehen. Es soll heute um die neue Dot.io gehen. Von der Firma Dotmod. Sie sieht so aus. Klein, handlich. Was sie kann, wie mein Fazit dazu ist und was es vielleicht noch heute gibt. Dazu werden wir gleich kommen. Wie immer erst einmal die Detailaufnahmen. Und nachdem ihr das Ganze im Detail gesehen habt, möchte ich mal auf die Box eingehen. Bevor ich es mal tue, ich habe euch ja schon gesagt im letzten Video, es wird eine Box zu gewinnen geben. Und zwar hat mir Dotmod netterweise zwei Dot.ios geschickt. Einmal die blaue, die ich behalten werde tatsächlich, und eine goldene. Die goldene gibt es zu gewinnen. Irgendwer von euch da draußen wird der Glückliche sein, der die Box gewinnen kann. Wie das Ganze am Ende vonstatten geht, dazu kommen wir am Ende vom Video. Erstmal kommen wir jetzt zu einigen Key Facts zur Dot.io. Preislich wird sie auf dem deutschen Markt um die 110 Euro kosten. Hat man nachgeschaut, es gibt schon so ein, zwei Händler, die schon gelistet haben, aber natürlich noch nicht verfügbar ist, weil sie gerade erst rausgekommen ist. Sie ist designed in Kalifornien, typisch Dotmod und made in China. Man muss aber sagen, 110 Euro viel Geld für so eine Box, gar keine Frage, aber Dotmod immer sehr, sehr hochwertig das Ganze, sehr, sehr schön verarbeitet. Es wackelt nichts, es rappelt nichts, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Trotzdem 110 Euro stolzer Preis. Ich denke, in China wird es ein bisschen günstiger sein, falls ihr also nicht warten könnt.
Ihr wisst es, könnt ihr natürlich auch in China schauen. Aber das lasse ich euch. Jetzt zur Box selber. Auf der einen Seite haben wir, kommen wir hier hin, so, hier oben den Feuerbutton, wenn wir das Plate abmachen. Ein 18650 Akku passt rein und wir haben hier unten noch so einen kleinen Knopf. Mit dem Knopf können wir das Power Level einstellen. Und zwar, wir drücken, kurz so, leuchtet das jetzt oder leuchtet das nicht? Ich kann es gerade nicht sehen. Und oh, jetzt leuchtet es. So. Jetzt ist es auf volle Pulle. Ein bisschen hell, ne? Seht ihr das? Wie es drum switcht? Habe ich in der Nachaufnahme auch schon gezeigt. Wir können das zwischen vier verschiedenen Modi umstellen. Ich mache einen mittleren Modi. Und zwar habe ich jetzt aktuell den 0,3 Ohm-Coil drin. Ich habe auch einen 1,6er getestet. Gefällt mir gut als MTL. Komme ich gleich noch zu. Aktuell sind 0,3 Ohm drin. Auf dem mittleren, ja, wir müssen es ablesen. 25 Watt. Wir können 20 Watt, very soft, 25 Watt, soft, medium mit 30 Watt oder strong mit 35 Watt beim 0,3 Ohm. Dann gibt es noch 0,7 Ohm, 1,2 Ohm, kann man auch nachkaufen oder 1,6, da hatte ich auch schon drin. Den habe ich meistens mit medium mit 12 Watt betrieben, geht es maximal 14 Watt hoch. Finde ich ganz gut, hier draußen ist nicht zu sehen. Wenn wir es einstellen möchten, machen wir es einmal auf, klicken, so, volle Pulle ist eingestellt, machen wir die mittlere Einstellung wieder so und kommen jetzt hier auf 25 Watt. Wie gesagt, Plate hält super, da wackelt überhaupt nichts. Auf der anderen Seite haben wir unseren Tank und unsere Airflow. Habe ich euch nachher auch schon gezeigt. Airflow können wir einfach einstellen. Tank passt fast 2,7 ml Liquid rein. Ich habe jetzt aktuell eins der neuen Liquids drin, was in ein paar Wochen auf den Markt kommen wird. Das ist hier die Seriennummer 580, also eine relativ junge Seriennummer noch. Und Drip-Tips haben wir verschiedene dabei, habe ich euch auch gezeigt. Wir haben noch ein längliches Drip-Tip dabei. Ich nutze für den 0,3 oben tatsächlich dieses Drip-Tip und zeige euch jetzt mal, wie das Ganze dampft. Also, Feuer frei. Und jetzt kommt's. Der 0,3 oben Coil ist ein Mesh-Coil und schmeckt vom ersten Zug an richtig, richtig gut. Das ist wirklich so eine Box, die ich so gerne unterwegs jetzt mit hatte die ganze Zeit. Die gefällt mir optisch gut, die gefällt mir vom Handling gut, ist kleinhandlich, feuert gut raus. Die Luft zieht sich tatsächlich hier unten her. Also im Endeffekt ist das nicht schlimm, wenn das Ganze hier zu ist. Die Luft wird trotzdem zum einen mit Luft hier durchgezogen, weil es ist offen hier. Das ist kein nichts davor. Ihr könnt euch sehen, hier ist so ein, seht ihr das hier so? Die Luft wird von unten gezogen und von hier gezogen. Das heißt, wenn ich hier hinten ein bisschen zuhalte, geht die Luft automatisch ein bisschen zu. Also am besten so halten, dass es auch hinten offen ist. Schmeckt so gut. Richtig, richtig, richtig lecker, muss ich echt sagen. Sie hat Maße 75 x 20 x 40 mm. Was gibt es noch? Wir können sie, wie gesagt, auf DL in dieser Form mit 0,3 Ohmköpfen oder 0,7 Ohmköpfen dampfen. Und mit den 1,2 und 1,6 machen wir die Airflow einfach ein bisschen mehr zu und machen einen anderen Drip-Tip drauf und können das Ganze MTL dampfen. Funktioniert auch einwandfrei. Ein bisschen mehr Nikotin rein, 9 Milligramm, 12 Milligramm in diese Richtung. Auch sehr, sehr, sehr gut. Habe ich auch getestet, hat mir sehr gut gefallen. Muss aber sagen, ich bin eher der DL-Dampfer, also Direct Lung. Und dann mit dem Drip-Tip wirklich, wirklich toll. Alles in allem eine sehr, sehr schöne Box. Ich kann da wirklich nichts Negatives dran sagen aktuell. Sie ist gut verarbeitet, liegt gut in der Hand. Vielleicht der einzige negative Punkt ist der Preis. 109 Euro in Deutschland wird sie kosten. Ist wirklich nicht günstig. Aber ja, was noch wichtig zu erwähnen ist, wenn wir den Feuerbutton drücken, leuchtet er grün. Grün bedeutet, 60 bis 100% vom Akku sind noch voll. Wenn das Ganze blau leuchtet, ist es noch 20 bis 60% voll. Und wenn es rot leuchtet, 1 bis 20%. Das heißt, ihr könnt auch sehen, wie voll der Akku ist am Feuerbutton. Ihr drückt, leuchtet grün, also 60 bzw. 61 bis 100% ist der Akku noch voll. Wirklich eine schöne Box für unterwegs. Schöner Geschmack. Am liebsten hätte ich nicht im letzten Video angekündigt, dass ich die andere Box verlose, hätte ich sie am liebsten behalten.
Wirklich, ich hätte am liebsten beide Boxen behalten und auch die zweite Box für unterwegs mit anderen Liquid genommen oder meiner Freundin gegeben, keine Ahnung. Es ist wirklich eine schöne Box. Aber ich habe es versprochen, also machen wir es. Wir verlosen die Box. Wir verlosen die goldene Version und zwar Hashtag Dotmod. Was würdet ihr maximal für eine richtig gute E-Zigarette ausgeben? Schreibt ihr dahinter einfach. Was ist so euer Preis, was ihr für eine richtig gute E-Zigarette mit schönen Geschmack, komplett Akkuträger mit Verdampfer, hier ist ja alles in einem, aber theoretisch jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir das hier, Akkuträger mit Verdampfer, was würdet ihr dafür ausgeben? Was wäre es euch wert, eine gute E-Zigarette euch zu kaufen, wo ihr damit auch echt zufrieden seid? Ihr müsst 18 Jahre alt sein, mindestens. Nein, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, Abonnent des Kanals sein, dem Video einen Daumen hoch geben und den Kommentar da lassen. Und wir lassen das Ganze 4-5 Tage laufen. Ich werde wie immer den Gewinner in der Beschreibung bekannt geben im Nachhinein und die Auslosung dann per Instagram Story euch zeigen, wer per Zufallsgenerator gewonnen hat. Ich drücke euch die Daumen. Ist wirklich eine schöne Box. Tatsächlich hätte ich gerne am liebsten beide behalten, aber ich stehe zu meinem Wort, also die zweite gibt es zu gewinnen. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag zum nächsten Video wieder. Und tatsächlich habe ich gerade keine Ahnung, was ich im nächsten Video vorstellen werde. Ich weiß es gerade nicht. Deswegen lassen wir es mal offen und gucken dann spontan, was am Sonntag im nächsten Video zu sehen gibt. Also, bis dahin, macht's gut. Ich dampfe weiter jetzt hier meine .io. Namen finde ich ein bisschen doof, aber schmeckt gut. Also, macht's gut. Here's a thing, anywhere alone, anywhere alone.